Schlaue Infos für schlaue Konsumenten. Die Meinungsmacher mit einem brisanten Thema: über 5000 Österreicher erkranken jährlich an Prostatakrebs. Da hat sich aber zum Glück viel getan in den letzten Monaten und Jahren. Und deswegen sind wir bei einem der Experten, bei Professor Dr. Chavam. Das stimmt, das hat sich wirklich in den letzten 2 Jahren vor allem sehr viel getan. Mehr als in den letzten 10, 15 Jahren. Das betrifft nicht nur die Diagnostik, aber auch die Therapie. Was hat sich da konkret getan? Sie sind in vielen Forschungsgremien in den USA und Europa tätig. Was hat sich getan, was vor allem den Patienten dann direkt was bringt? Also in der Diagnostik hat sich sehr viel getan. Mit der Bildgebung können wir heute sehr viel machen. Früher ging es nur um einen PSA-Test oder um die altmodische Fingeruntersuchung. Man kann heute mit der Bildgebung sehr viel machen, also mit dem multiparametrischen MR zum Beispiel. In der Therapie, die Roboterchirurgie, aber auch die offene Chirurgie. Man weiß jetzt genau, wer wovon profitiert. Nicht jeder hat einen Vorteil durch die Roboterchirurgie oder durch die offene Chirurgie. Und letztendlich auch die Therapie der fortgeschrittenen Tumore. Wir behandeln jetzt viel genauer die fortgeschrittenen Tumore. Viel eher als früher, wo wir die lokalisierten Tumore behandelt haben. Die aktive Beobachtung spielt eine Rolle. Wir müssen nicht jeden Patienten unbedingt gleich operieren oder bestrahlen, wir können auch zuwarten. Aber vor allem ist alles maßgeschneidert geworden und wir können heute durch eine sehr genaue Diagnostik, vor allem durch die Genexpression, durch die Gendiagnostik, Patienten genau erkennen und charakterisieren. Das heißt, eine maßgeschneiderte Therapie für den Patienten erstellen. Und das können wir heute, weil wir Möglichkeiten haben, eben die Biologie des Tumors zu erkennen. Und das ist die mittlerweile auch kommerziell erhältliche Gendiagnostik, die wir heutzutage durch Prolaris zum Beispiel zur Verfügung haben. Das sind neue Tests. Wie schauen diese Tests aus? Was bringen die den Patienten? Wie gehen die über die Bühne? Schauen Sie, das ist so, als würden Sie irgendwas kaufen wollen und man sagt Ihnen, das ist ein Auto. Man gibt Ihnen keine Information über den PS-Stand, man gibt Ihnen keine Information, wie viele Sitze drinnen sind, ob Sie jetzt Airbag haben oder nicht. Sie wollen einfach mehr wissen, wenn Sie heute sich einen Tumor behandeln lassen. Und wir sind heute sehr, sehr gierig nach Erfolg geworden. Der Patient will alles. Der will geheilt werden, der will funktionell einen Vorteil haben oder zumindest keine Nachteile haben. Und heutzutage können wir, wenn wir zum Beispiel eine Biopsie machen und die Gewebsprobe in der Hand haben, nicht nur sagen, ja, das ist Krebs oder es ist nicht Krebs, Gott behüte, sondern es ist letztendlich ein Tumor, der so und so ausschaut, so und so solche Gene exprimiert und somit mit so einer und so einer Biologie verbunden ist. Also der Tumor wäre wahrscheinlich sehr aggressiv, der ist weniger aggressiv. Mit der Lebenserwartung kann man das korrelieren, man kann es korrelieren mit verschiedenen Veränderungen. Also letztendlich kann man den Tumor besser charakterisieren und je besser ich meinen Feind kenne, desto besser kann ich ihn auch behandeln. Bis heutzutage war das immer alles nur Forschungsdiskussionen. Man konnte in einzelnen exzellenten Publikationen einzelne Gene identifizieren und publizieren. Heutzutage können wir doch eine Summe an Gene erkennen und dann, wenn man die Gewebsprobe hat, diese Genexpression eben messen und dem Patienten dann individuell sagen, dass er von dem oder von der Therapie einen Vorteil zu erwarten hat. Ist es die Zukunft, dass man diese Tests eben, dass der Patient diese Tests bei seinem Urologen des Vertrauens dann durchführen kann, anfordern kann, das dort verlangen kann? Also ich will niemanden vorweggreifen, es gibt genug Experten auf Gottes Erden, aber meine bescheidene persönliche Meinung ist, ohne den wird es gar nicht mehr gehen. Der Patient wird mit der Information, ich habe Krebs oder ich habe nicht Krebs, nicht mehr zufrieden sein. Und man kann auch nicht sagen, ich mache jetzt diese Therapie, weil ich glaube, ich bin seit 20 Jahren gut damit gefahren als Arzt. Man muss genau akademisch auch nachvollziehbar einem Patienten eine Idee geben können, welche Therapie für ihn die beste ist. Das wird es wahrscheinlich hundertprozentig nie geben. Aber man könnte oder man kann zumindest dann mit einer besseren Charakterisierung des Tumors den Patienten viel besser beraten. Letztendlich liegt die Entscheidung der Therapie auch beim Patienten. Wir können ja nur die Optionen aufzählen, die Erfolgschancen aufzählen. 100% ist nur göttlich. Das können wir als Mensch nie machen. Wir können aber sehr nah an 90 oder 95 oder 98% Wahrscheinlichkeit vielleicht herankommen, statistisch. Und diese Genexpression, diese Gendiagnostik, die mittlerweile es auch gibt, und sie wird sicherlich in den nächsten Jahren noch besser werden, aber sie gibt es zum ersten Mal kommerziell erhältlich und für uns Ärzte auch erhältlich, können wir den Patienten viel besser behandeln, meiner Meinung nach, und dementsprechend auch seine Prognose auch beeinflussen. Sie stehen der urologischen Abteilung im Rudolfinerhaus in Wien vor. Arbeiten Sie schon mit diesen Tests? Wir haben im Kompetenzzentrum für Urologie, und da sind verschiedenste Urologen tätig darin, diese Möglichkeiten. Ja, wir haben das und wir verwenden es auch. Es ist natürlich noch in den Anfangsschuhen in Österreich. Ich glaube, das wird mit der Zeit sich auch ändern. Ich bin davon überzeugt, dass verschiedenste Unikliniken auch schon damit arbeiten.
In Deutschland ist es schon viel populärer, in den USA überhaupt. Also in den USA gibt es Unikliniken, die ohne dem gar nicht mehr arbeiten. Ich glaube, das wird einfach die Zeit zeigen. Es muss auch der Patient wissen, dass es sowas gibt und die Ärzte auch. Und letztendlich geht um sowas herum kein Weg vorbei. Das heißt, wenn ich jetzt Arzt bin, Urologe bin und Zuschauer oder Patient bin und mich informieren möchte, dann kann ich zum Beispiel bei Ihnen im Rudolfinhaus anrufen. Wir wollen keine Werbung machen, aber natürlich können Sie zum Urologen vor allem gehen und die Urologen wissen natürlich bestens Bescheid. Gentests können uns hier vor allem auf zwei Ebenen helfen. Einerseits ermöglichen sie es, beim Gesunden das Risiko einer möglichen zukünftigen Erkrankung abzuschätzen. Andererseits erlauben sie es, beim Krebserkrankten die Prognose genauer zu beurteilen. Echte Meinungsmacher und Experten im Kampf gegen Krebs.